Hexenkessel auf 1 Euro Freispiele. Da bin ich mal gespannt. Ich hatte eben 160 Euro mit 5 Augen auf 80 Cent bekommen. Hat eine ganze Reihe eingedreht. Waren direkt 160. Daher ist das Guthaben zustande gekommen. Oh, gerade noch. Letzte Runde. Ah, schade. Ja, kurz vor Feierabend liegt die Kiste natürlich noch auf 140. Geht nicht, 1 Euro.
Na, ich unterbreche jetzt hier mal. Wenn noch was passiert, dann halte ich drauf. Und nochmal 140. Aber der hat auch gut gefressen in der Zeit. So, die Halle macht leider jetzt zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen mal wieder. Und ja, jetzt habt ihr auch mal die neuen Spiele gesehen, dass die jetzt draußen sind, die ich damals schon präsentiert hatte. Und mal was zur neuen TR5 gesehen. Ja. Eure Erfahrungen zur TR5 könnt ihr ja mal posten, wie ihr das Ganze jetzt findet, wie das jetzt geworden ist. Aber keine Hexen mehr. Immer wenn die Kisten laufen, ist Feierabend. Okay, bis dann. Ja, und auch beim Auszahlen gibt es halt dieses Glücksrad jetzt. Mal macht er 2 Euro, mal mehr, mal weniger. Ich hatte insgesamt 340, wo ich gestoppt habe. Ja, jetzt ist er, glaube ich, ein bisschen im Plus hier. Ja, 30 Cent im Plus, aber das kann sich ja noch ändern, die 70 Cent. Ja, jetzt habt ihr aber mal alles gesehen. Das Reinbuchen, das Rausbuchen. Hexenkessel ist ja jetzt draußen. Holy Moly ist draußen. Ja, und noch die anderen Spiele, die ich damals ja schon, wie gesagt, präsentiert hatte. Gut, wisst ihr erstmal Bescheid. Und wie gesagt, könnt ihr meine Kommentare posten. Bis demnächst wieder. Ciao. So, und es sind... Hat er mir sogar 10 Cent geschenkt. Gut, dann seid ihr auch wieder informiert. Bis demnächst. Ciao.